haben wir hier? Ist auch keiner da, ne? Also wenn ich mal herzliche Hilfe brauche, ist keiner da. Boah. Sieh jetzt mal da draußen. Meistens. Nehmen wir mal irgendwie hier ein bisschen. Nein, okay. Oh, das ist doch zum Mäusemelken hier. Mit den Geschenken und den Frauen hier ist so eine Sache. Hallo, ist jemand da? Da habe ich auch noch nie was gegessen. Konnte ich irgendwie bis jetzt auch noch nicht. Gehen wir mal hier ran. Gucken. Hallo, klopf, klopf, ich bin's, der Bauer. Oh, Emily, du wunderschöne Narzisse. Diese positive Energie. Wenn ich das schon lese, diese positive Energie. Ich kann mich ja voll damit identifizieren. Nee, keiner da. Ja, geh. Los, danke. Geh. Mach was, aber geh. Geh weg. Da! Hier geblieben! Nein, nicht essen! Ey, wo wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht lecker aus. Wow. Okay. Ja. Damit hätten wir das auch geklärt. Die isst einfach mal die Blume. Ja, genau. Sie isst die Blume. Jetzt bin ich schockiert. Die isst die Blume. Hier ist Oma und Opas Haus. Dann gehen wir da mal wieder raus. Da kommt schon Opa. Bürgermeister. Also, dass ich auch nicht weiß, wo die jetzt alle sind immer. Das macht mich irgendwie gerade so ein bisschen stutzig. Da ist Ellie. Jetzt kommt. Da ist sie doch! Da ist sie! Ein wirklich nettes Geschenk, ich danke dir. Auster. Ich kann ja auch gleich hochbringen. Da ist der Bürgermeister. Blaubahn auf den Hof an. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was da gepflanzt ist alles. So, mal ein paar Köder kaufen. Ja, la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 . Bringen wir die mal an meinen Angelarm und dann schmeiße ich die nochmal. Voll der Wein als Wasser, Alter. Wir müssen ja ein bisschen. Treffer. Ja, komm. Hör auf. Hör auf. Ja. Komm, komm, komm. Sag mal, brennst du, du blöder Fisch? Oh, komm ran. Ich krieg dich. Danke. Thunfisch. Thunfisch ist doch mal lecker. Thunfisch. Thunfisch. Ah, komm. Komm. Nein. Nein. Ich fang dich. Ich fang dich. Neuer Rekord. Thunfisch. Nein, falsch. Sag mal, wieso macht er das jetzt in die Richtung? Also, manchmal habe ich das Gefühl, er spinnt. Huch, so früh. Oh, da ging schnell. Bitte kein Thunfisch. Bitte sag mal kein Thunfisch. Sag mal was anderes. Ach, huch. Komm, komm. Ja, und. Rotbarbe. Neuer Erfolg. Fischer. Ich habe einen neuen Erfolg. Blub. Blub.
Wildtang. Bin ich denn hier jetzt auch Stufe 3 beim Angeln? Nein, aber beim Sammeln bin ich Stufe 4. Cool. Nee, das ist Stufe 4 beim Sammeln. Komm, komm. Gib mir was. Treffer. So. Ja. Ah. Sehr schön, danke. Noch eine Rotbarbe. Okay, jetzt habe ich zwei Rotbarben. Kein Oktopus. Schade. Macht nichts. Jetzt gehe ich nochmal hoch zu dem. Du hast die ganze Wege hier auf die Kühe, nur um mit mir zu reden. Wie nett. Ach, so bin ich halt. Und du? Wenn ich dir, kann ich bestimmt das geben hier, komm. Nein, nicht essen. Oh, hier. Nein! Danke! Haha. Ich hab den Gewürzberg geschenkt. Hihihi. So, jetzt noch ein paar Edelwicken und ich bin glücklich. Ne? Wenn ich jetzt noch so eins verfinden würde, wäre das ganz cool. Ich glaube, das passiert eh nicht mehr heute. Was machst du eigentlich hier? Es ist gut, hin und wieder eine Pause zu machen. Ja, ab und zu, ja, hast recht. So, da sind wir wieder. Hallo, liebe Kobolde. Nachtfische. Ah, nein. Da war die Auster. Zack. Flussfische. Nein. Spezialitätsfische. Ozeanfische, da. Zählt nicht. Thunfisch. Ja. Riffbarsch. Teichfische. Okay. Naja, gut, egal. Ein paar Fische haben wir ja schon. So nach und nach werden wir alle Fische schon zusammenkriegen. Hoffentlich. Gut, gehen wir mal wieder Richtung Heimat. Verkaufen nochmal die restlichen Fische, die wir haben. Und. Fischen. Immer noch auf zwei. Schade. Finde ich schade. Hallo, ist hier noch ein Blümchen? Ist hier noch was, was ich abpflücken kann? Nein, ist da Milch. Mayonnaise. Und Mayonnaise. Zack, und das war's. Bup, ins Bett gehen. Kohlebrennofen, wilde Saat, Sommer, neues Herstellungsrezept, wilde Saat, Sommer, Achseffektivität, Wildbeerenernte, cool. Und, oh, boah, oh, 590, yeah. Fortschritt wurde gespeichert. Okay, 1210 schon wieder. Nein. Leben vom Land. Lass uns über Mais reden. Es ist eine etwas ungewöhnliche Pflanze, weil er ganze 2 Jahreszeiten überdauert. Das ist richtig. Während die meisten Pflanzen beim Wechsel der Jahreszeiten sterben, lebt der Mais weiter. Du kannst ihn im Sommer und im Herbst anpflanzen. Ah, cool. Wetterbericht. Ganzen Tag klar und sonnig. So, Fähigkeiten, das. Da muss ich noch Geschenke verteilen wieder. Okay, jetzt immer das, das, das. Nein, den Hopfen will ich nicht essen. Sag mal. Meine Güte. So, geht doch. So, erstmal wieder die Peperonis gießen. Bum, bum, bum. Bum. Gießen, gießen. Es wächst auch gar nichts, also es muss mal langsam was wachsen hier. Wäre mal schön, wenn langsam was. Oh, kein Wasser. Wäre mal schön, wenn jetzt mal langsam noch mal was wachsen würde, außer der Hopfen. Wäre mal toll. Hopfen gießen. Aber naja, immerhin durch den Hopfen kriegen wir ja immerhin wenigstens noch jeden Tag so ein bisschen was rein hier. In die Mine muss ich eigentlich auch mal langsam wieder gehen. Den Kohlebrennofen kann ich gleich mal angucken.
dass ich den herstelle. Ja, und dann gucken, dass wir ja tiefer in die Mine kommen. Gegebenenfalls sogar vorher die Kupfer. Na gut, das wird nichts. Da haben wir noch nicht genug Kohle für. Wie, schon wieder kein Wasser? Okay, ich brauche eine größere Gießkanne. Eine bessere Gießkanne. Aber kann ich nicht machen. Nur wenn es am nächsten Tag regnet. Also sonst verkommen hier noch die ganzen Pflanzen hier. So, hallo. Hallo. Zack, 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 zack. Haben wir gleich 2 Tage Ruhe, so. Katze! 85. Gut, herstellen. Mach 10 Stücke Holz zu einem Stück Kohle. Ach so. Ein Goldbarren. Eisenbarren, wenn ich einen Eisenbarren und Ahornsirup hätte, wäre das schon besser. Standarddünger. Lagerfeuer bietet eine mäßige Licht. Für Ahornsirup brauche ich eine Küche. Ahornsirup. Zutaten, warte mal. Ahornbaum. Holz, Kupferbarren. Ja, mal, das ist. Das kann jetzt, was da von Ahorn ist. Das ist Giefer. Das müsste Ahorn sein. Verbrennen wir ein bisschen Kupfer. So. Huch. Ach, wir haben ja noch Seetang hier drin. Guck mal, die hätten wir ja auch noch verkaufen können. Die ganze Zeit über. Na? Wer ist schneller fertig? Wer ist schneller fertig? Wer ist schneller fertig? Der Ofen natürlich. So. Holzzaun, Kiste, Tor. Holzpfad. Nein, Zapfern. So, kann ich den anbringen? Gucken wir mal, was das da ist für ein Baum. So, erstmal gucken wir. Ah, kriegen wir noch irgendwo Blümchen zusammen? Kriegen wir noch irgendwo was zusammen? Da natürlich nicht, das ist nur so klar. Da auch nicht. Ich mag das nicht. Keine Blümchen. Keine Blümchen. Mann, ich brauche doch nur ein paar Stück. Kann ich jetzt nicht immer nur Blümchen anpflanzen, nur um da zu bekommen hier. Da, das ist eine. Das ist eine Edelwicke. Edelwicke, Edelwicke, Edelwick. Na, ja, was dann aber auch schon bald wieder mit den Wicken. Wicked! Montag. 11.20 Uhr. Die Sonne brennt. And the dark is hell. Weißt du, wer bist du? Mani? Mani. Herr Lugos, hat sie gerade gesagt. Okay, sie hat gerade Herr Lugos gesagt. Na gut, Frau Mani. Was haben wir denn hier so? Blaubeeren. Ich weiß gar nicht, ob ich Blaubeeren habe. Weizen. Wächst in 4 Tagen heran. Hohen Sommerschmuck, Hopfen habe ich. Mais, weil ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Mais habe. Ich glaube ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Katalog? Okay. Ja. Gehen wir erstmal gucken. So. Ah.
habe heute Morgen ein paar wilde Früchte gefunden. Ha! Da habe ich die schon mal durch. Ja, Lea ist durch. Wupp, wupp. Cool, Lea ist schon mal durch. Ja, das war's dann aber schon wieder mit den Geschenken. Ich meine, ich habe ja noch ein paar Tage Zeit, die zwei Herzchen da voll zu machen, die zwei X da voll zu machen, ne? Aber wenn man nichts hat. Tja. Was ist hier? Oh, für dich habe ich leider nichts. Schade. Für dich habe ich nichts. Aber wir haben die ultimative Brücke fertig. Jetzt hämmert er da wie verrückt. Ui. Ui. Kann ich hier auch angeln? Oh ne, kann ich nicht. Aber hier kann ich bestimmt so eine Koralle. Kann ich die auch verschenken? Was ist hier? Kann ich die kaputt machen? Kann ich auch kaputt machen? Nein. Schade. Aber ich will den Korallen. Schon mal cool. Mehr ist das nicht. Ich bin erschüttert. Na gut, hier kann man noch angeln. Das war's dann noch. Wenn ich jetzt hier so denken und gucke. So. Komm schon, Fisch. Komm schon, Fischi. Mal gucken, was hier so für ein Fisch beißt. Und zack. Gut, Barbe. Barbe. Ah ja, gut. Gehen wir mal zu Haley hin. Hey, Haley. Ich habe hier eine Koralle für dich, Haley. Wie wär's, Haley? Vielleicht hat sie da ja Interesse dran. Wir kommen die Kinder an. Und Haley ist weg. Schade. Ist sie weg. Oh. Ja, gucken wir mal. Danke. Müssen wir ja auch machen. Okay. Haley? Nein, keine Haley. Ich weiß auch gar nicht, wo die wohnt jetzt. Wo wohnt die nochmal? Emily und Haley, ja. Die wohnten hier zusammen. Muss ich nochmal gucken, hier, ob die hier irgendwo ist. Bist nicht genug mit Haley befreundet? Schade, ich bin nicht mit Haley genug befreundet. Hatte ich Lea jetzt eigentlich schon durch? Ja, ne? Ja, Lea, Haley und jetzt fehlt noch die Baby. Ah, die habe ich, die habe ich, die habe ich, die habe ich. Wo sind die Abigail? Da ist Lea. Hallo. Entschuldige, ich habe keine mehr übrig. Oh, ich weiß ja nicht, was du meinst, aber passt schon. Ist sie hier? Nein, die ist noch nicht zu Hause. Schade, die ist noch nicht zu Hause. Ja, jetzt haben wir ein Problem, ne, Mädel? Meine Güte. Pupp. Okay. Verkaufen wir mal den Rest. Gut, die Koralle. Mal gucken, was sie so bringen. Mayonnaise ist fertig. Zack. Und das Holz packen wir weg. Ja, gut. Da würde ich sagen, ja, gehen wir ins Bett. Gehen wir ins Bett und machen erstmal dann auch wieder ein
Päuschen. Ah, erstmal wieder Päuschen. Naja, gut, 100 pro Koralle, aber das waren die guten Korallen, ne? Oh, 100 pro Koralle, oh, gut, kann man mit leben. Okay, gut, alles klar. Dann machen wir erstmal wieder Pause. Also, ich wünsche euch alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.